Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wie kam ich hier hin? Ich habe irgendwie gegoogelt und habe festgestellt, in irgendeinem Podcast wird Premium Cooler erwähnt. Und da wurde fein abgegrenzt zwischen kommerziellen und eben Premium-Sachen. Mich dafür bedankt und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und jetzt erzähle ich euch was über meine Vorstellung von Wirtschaftshacken. Habe ich auch auf dem Easter Hack erzählt und war da so ein bisschen unsicher, weil ich dachte, ich bin gar kein richtiger Hacker, so mit Computern verstehen und so. Hier geht es um was anderes, nämlich wirtschaftliche Zusammenhänge, die mir nicht gefallen, dadurch ändern, dass ich reingehe ins System, schaue, wie es funktioniert und da drin die Dinge anders mache. Wer bin ich überhaupt? Ich werde manchmal so Social Entrepreneur genannt, ein großes Wort. Das ist jemand, der soziale Missstände mit wirtschaftlichen Zusammenhängen versucht zu adressieren. Schrecken der Großkonzerne gefällt mir schon besser. Und seit 3 Monaten wurde ich befördert zum BDFL und darf jetzt ganz aktiv nicht bestimmen. Habe eine wechselvolle Vorgeschichte und die geht unter anderem so, dass ich in meiner Badewanne saß und meine Lieblingscola getrunken habe, nämlich eine Afri damals. Und habe irgendwie gemerkt, so der Geschmack ist anders, der Koffeingehalt, den ich so gut fand, der ist nicht mehr da. Da ist irgendwas faul, aber es stand auf der Flasche nichts drauf. Also bin ich nach Köln gefahren, zur Afri-Cola GmbH damals und habe den Alexander Flach, den Sohn des Gründers, gefragt, was denn da passiert. Und der hat erzählt, dass die Marke verkauft wurde, und zwar an die Mineralbrunnen AG. Das ist so ein drüger Laden, wie der Name klingt. Und die wollten eben mit dem bekannten Namen was Großes draus machen und haben ein paar Sachen eben massentauglich geändert. Also die Positionierung in weichgespült, Koffein eben kindertauglich und so weiter. Kann man alles machen als formaler Inhaber, aber sie haben es eben heimlich gemacht. Es wurde nicht kommuniziert. Das hat mich irgendwie genervt. Daraufhin habe ich die Interessengruppe Premium gegründet. Premium deswegen, weil Afri-Cola früher Afri-Cola Premium hieß und nach den Änderungen nur noch Afri-Cola hieß. Also Interessengruppe Premium, wir wollen, dass die Änderungen zurückgedreht werden. Das ist schon ziemlich lange her, da gab es noch nicht mal Facebook oder sowas, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, 100 Partner-Websites zu sammeln und ein paar Mitglieder und so weiter. Dann habe es auch so ein bisschen so gesehen, so David gegen Goliath-mäßig, wer kann eigentlich mehr jetzt irgendwie Druck machen. Daraus wurden 2 Jahre Dialog mit dieser Mineralbrunnen AG. Und die haben jemand angeheuert, der sich um uns kümmern musste, der hieß Krisenmanager. Immer noch super geil, das zu erzählen. Da melden sich Kunden und wollen am Produkt mitreden und die sehen das als Krise. So, dann nach 2 Jahren Dialog kam Afri Light in der Plastikflasche raus, ohne uns zu fragen. Und ich glaube, die haben das nicht kapiert, was ich eigentlich wollte, nämlich ich bin der Kunde, ich kaufe die Flasche, also bin ich Träger dieser ganzen Struktur dahinter. Ich bin eigentlich der Chef von dem Ganzen und nicht irgendwie umgekehrt. Und man hört da irgendwie schon so, es ging weniger um die Cola an sich, also es war quasi Zufall, dass es eine Cola war, kann man sagen. Es ging eher so um eine andere Vorstellung, so wie sollte eigentlich Wirtschaft sein. Kunden sollten informiert werden und mitbestimmen können. Geld sollte kein Machtmittel sein, sondern Gestaltungsmittel. Und irgendwie habe ich mir so gewünscht, so Systemwandel muss doch gehen. Ich wünsche mir ein Unternehmen, was von innen heraus alles tut, um das allen recht zu machen, auch den Kunden. Das war so die Grundidee, die ich damals nicht hätte so sagen können, aber das steckte dahinter. Dann habe ich ein Riesenglück gehabt und habe eine Mail bekommen von jemand, der uns auf einen Hersteller gestoßen hat, oder mich in dem Fall, der die echte Rezeptur noch hatte. Dann haben wir sie einfach mal gekapert und haben 1000 Flaschen gemacht zum selber trinken. Dann waren die weg irgendwie, dann mussten noch 1000 her und noch 1000. Und dann war ich mit einem Freund von mir Pommes essen und der hat dann da eine Flasche auf den Tresen gestellt und hat gefragt, sag mal, willst du es da nicht verkaufen? Und dann sagt er ja, dann hatte ich irgendwie ein Problem. Jetzt muss ich ja irgendwie regelmäßig Cola liefern, aber ich wollte auf keinen Fall so ein Business machen, wie man es halt normalerweise macht. Nämlich Gewinnmaximierung als Oberziel und so weiter. Also das ist alles, was man so negativ findet an normaler Wirtschaftswelt. Und speziell in der Getränkebranche hat man es oft mit Leuten zu tun, die ganz dolle Beharrungskräfte entfalten, weil sie immer schon so gearbeitet haben. Und das machen sie dann auch weiter die nächsten 30 Jahre. Und irgendwie so wollte ich es auf jeden Fall nicht haben. Ich wollte irgendwas anderes, nämlich, heute heißt der Begriff solidarische Wirtschaft irgendwie, aber ich hatte weder Geld noch irgendwie BWL-Kenntnisse, wie man eigentlich sowas aufsetzt, keine Ressourcen, eigentlich nichts, nur so eine nicht klar ausformulierte Idee, so irgendwie Wirtschaft gefällt mir nicht, ich hätte es gern anders. Was macht man, wenn man keine Ahnung hat? Man holt sich Leute, die Ahnung haben, nämlich die Beteiligten, die irgendwie da mitwirken bei so einer Getränkeherstellung und Logistik und Verkauf. Und wenn man keine Ressourcen hat, dann holt man sich Leute, die Ressourcen haben. Also holt sich einen Produzenten, der eine Abfüllanlage hat, holt sich einen Logistiker und so weiter. Und die habe ich dann versucht, alle unter einen Hut zu kriegen. Jeden Sonntagabend im Pudelclub in Hamburg war dann der Stammtisch und da haben wir so lange geredet mit den neu hinzugekommenen Leuten, bis alle einig waren. Und bewusst öffentlich, dass jeder Gast, der da war, irgendwie auch mitreden konnte.
jeder, der beteiligt ist, ne, Endkunden, Gastronomen, Spediteure und so weiter, möglichst im Konsens. Das waren sehr lange Abende, könnt ihr euch vorstellen. Daraus ist heute ein Modul in einem größeren Zusammenhang geworden, den wir Betriebssystem nennen, weil wir mit der gedanklichen Software diese ganze Hardware steuern. Und das Modul heißt Kollektiv und sagt genau das. Alle Beteiligten in einem Netzwerk müssen hinzu und sollen möglichst so lange reden, bis irgendwie alle einig sind. Und da ist nur eine Beschränkung drin. Du musst nämlich ein Stakeholder sein. Das heißt, du musst eine Flasche mal getrunken haben und einen Kollektivisten mal persönlich kennengelernt haben. Und das ist ein bisschen ein Schutz vor kommerziellen Mitbewerbern, dass die uns da nicht ausspionieren. Und das, was wir da tun, ist auf Fachdenglisch ist die Kombination aus User Innovation Management, also mit den Endusern, und Corporate Innovation Management, also mit den Unternehmensbeteiligten, das gemeinsam zu machen. Das macht bisher noch niemand sonst, zumindest niemand, den die Wissenschaft auf dem Radar hat. Denn da läuft eine Doktorarbeit, die genau das bei uns untersucht, warum das funktioniert und wie das geht. Man sollte meinen, dass mit so vielen Leuten die Diskussionen sehr lange dauern, denn es sind ja Leute dabei, die Fachwissen mitbringen und andere, die kluge Ideen mitbringen. Das widerspricht sich ja manchmal, könnte man sagen. Wir haben bisher die Erfahrung gemacht oder mittlerweile eher den Eindruck, dass das super klug ist, weil man nur so zu fachlich sauberen und trotzdem kreativ hinterfragten Entscheidungen kommt, dass es mittlerweile sehr schnell geht, wenn man sich eben vorher Gedanken macht und das wirklich ausformuliert reinschreibt, dann kommen ein paar kleine Verbesserungen, das war's dann. Und dass diese Form zu sehr stabilen Entscheidungen führt. Denn wenn man alle Beteiligten befragt hat und so lange geredet hat, bis keiner mehr was dagegen hat, dann kann das so bleiben, außer es ändern sich Rahmenbedingungen oder es hat jemand noch eine bessere Idee. Wer ist dieses Kollektiv? Je nach Sichtweise sind das 670 wirtschaftlich beteiligte oder verbundene Unternehmen, Produzenten, Hersteller, Gastronomen, Lieferanten und so weiter. 72 davon und von ein paar Endkunden diskutieren in der Mailingliste, ganz klassisch, Mailman irgendwie. Hat die Erfahrung auch gezeigt, die Leute wollen das barrierearm ins Postfach haben, nicht mit Einloggen und so, das wird nicht benutzt. Und dann gibt es noch so einen innersten Zirkel von rund 6 Leuten, die so regelmäßig Aufgaben übernehmen, so vergleichbar wie bei Open-Source-Projekten, so ein Orga-Team. Und ganz am Ende steht dann ich und halt den Kopf für alles hin, sozusagen. Was das Ganze spannend macht, ist, dass wir bis heute keinen einzigen Vertrag haben. Das denkt man dann ja, nur so 670 Leute muss man ja irgendwie vertraglich festbinden, sonst wird das alles zu unsicher. Da hatte ich weder Geld noch Lust zu. Und habe einfach gedacht, wir machen das mal einfach so irgendwie mit Handschlag und in die Augen schauen. Ist auch nicht neu, ist in Hamburg ziemlich alt hergebracht. Und das ist nichts anderes als der Versuch, sowas wie gegenseitiges Wohlverhalten in so ein System zu speisen. Das heißt, wenn jeder jederzeit gehen könnte, dann muss man sich eben ordentlich behandeln, sonst geht der andere halt. Das heißt, der eigentliche Unsicherheitsfaktor, dass es nicht vertraglich gebunden ist, führt eher zu einer verstärkten Sicherheit, denke ich. Denn die Leute, die Stand heute dabei sind, die werden auch morgen noch dabei sein, wenn ich keinen groben Blödsinn mache. Was wir da also tun, ist im Prinzip sowas wie eine Open-Source-Markenbildung. Das heißt, ich will irgendwie versuchen, alle Entscheidungen, die das Unternehmen trifft, mit allen Beteiligten gemeinsam zu treffen. Und dafür muss ich erstes Modul Transparenz schaffen, soweit wie es geht. Das heißt, ich muss Gesprächsberichte veröffentlichen, Logistikwege, Herstellungsprozesse, Zutaten, Lohnkonditionen, alles Mögliche. Und dadurch wird es ziemlich schwierig, einzelne Leute auszubeuten. Denn wenn da irgendwas nicht richtig passt, dann wird entweder der sich melden oder es merkt jemand anders. Das wird dann natürlich, oder es stößt dann an seine Grenzen, wenn es um den persönlichen Datenschutz von Einzelnen geht. Wir haben zum Beispiel einen im Kollektiv, der ist krasser Alkoholiker und der schafft regelmäßig seine Jobs nicht. Dann müsste ich natürlich transparenzhalber allen schreiben, ey, der hat irgendwie Alkoholprobleme und macht seine Jobs nicht. Geht natürlich nicht, sondern für solche Fälle gibt es dann ein Modul, das heißt Datenschutz. Da wird dann ein Beirat gefragt, der dann eben aus 6 Leuten besteht und die dann das sozusagen beschließen, was in so einem Fall zu machen ist. Wir hatten einen Fall, das ist eben auch ein Problem in so einem Kollektiv, wenn man quasi keine Zugangsbeschränkung hat oder fast keine, dann kommen auch mal Idioten rein, das ist so. Und wir hatten einen Typen, der hat mit Ansage die Kasse geklaut, weil er was zu rauchen brauchte. Und von dem haben wir uns dann getrennt, weil das einfach nicht klar geht, dass man eine Kasse einfach so klaut. Das war dann irgendwie ziemlich eindeutig. Wie funktioniert das Ganze oder warum ist es nicht basisdemokratisch? Das werde ich öfter gefragt, so in linken Zusammenhängen. Seid ihr basisdemokratisch, ne? So als optimale Form? Und ich glaube nicht, dass das so optimal ist, denn wenn ich jetzt mal hier den Fabian rausgreife, immer ein schönes Beispiel und sage, wir wollen jetzt den verprügeln, wir stimmen mal ab und wenn ich eine Mehrheit kriege, dann ist das total demokratisch, aber der Einzelne sieht dabei nicht so gut aus. Also reicht das nicht, Basisdemokratie zu machen? Sondern man muss konsensdemokratisch sein, damit er sich wehren kann und sagen, ich bin dagegen. Und schon kommt das Ganze nicht durch.
Und das birgt natürlich die Gefahr, dass man sich selber lähmt oder dass eine Person den ganzen Laden lähmt. Und deswegen haben wir schon ziemlich früh ein Modul eingeführt, nach 4 Jahren, also früh war es eigentlich nicht. Das heißt Notentscheidung, das heißt, wenn das sich nicht einig wird, dieses Kollektiv, dann darf ich. Und seitdem könnte man natürlich denken, regiere ich also ohne Fehl und Tadel. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das in über 10 Jahren, oder habe ich das nur 2-mal benutzt. Und es ging einmal um die Kunstbilder auf den Innenseiten der Flaschen. Da habe ich entschieden, dass wir jetzt gar keine mal machen, weil wir uns nicht einig wurden, welches Bild. Und beim zweiten Ding ging es darum, um den Spruch, der vorne drauf steht. Da habe ich dann gesagt, wir machen jetzt einmal eine Mehrheitsentscheidung bei diesem Spruch, weil da werden wir uns eh nicht im Konsens einig. Und da war das Verfahren in Ordnung, dann haben wir es auf diese Weise gemacht. Ich finde den Spruch, der jetzt drauf ist, nicht gut, aber da muss ich dann mit leben. Und daraus ist, aus diesem Modul ist dann eben die Rolle geworden des Nichtbestimmers, also des BDFL. Aus diesem Kollektiv heraus sozusagen war dann einer der ersten Schritte, sich das Produkt nochmal genau anzuschauen und zu gucken, okay, wir wollen irgendwie 2 von 3 Etiketten weglassen, die Farbe sowieso, wir liefern nicht nach Kopenhagen oder Amsterdam, Papier wird optimiert und so weiter und so fort, bis hin zu so feinsten Details wie dem Etikettenleim, der ein veganes Produkt ist mittlerweile. Und da habe ich schon so einzelne Rückmeldungen gekriegt, so, wir sind auch alle irgendwie, habt ihr keine anderen Probleme, als irgendwie den veganen Etikettenleim zu machen? Und ich glaube, die haben das nicht verstanden, was da eigentlich passiert, nämlich immer noch einen Schritt machen und noch einen Schritt machen, über den man dann auch wieder kommunizieren kann und so quasi Schritt für Schritt eine wirklich solide Marke aufbaut, die relativ immun ist gegenüber irgendwelchen externen Attacken, Shitstorms und so weiter, weil einfach überall ein Inhalt dahinter ist, der belegbar ist. Ich habe noch keinen Weg für die Kronkorken nach dem Abmachen, da wäre ich extrem dankbar, wenn kluge Köpfe da eine Idee hätten, wie man die in großem Maßstab upcyclen kann. Habe ich noch keine Idee, ich frage das immer, bis jetzt hat noch niemand eine Idee gehabt. Also Ideen gibt es viele, aber eben keine, nichts Umsetzbares. Alle auf den Rücken legen, mit einer flüssigen Masse übergießen, die danach fest wird und zu Fliesen zerschneiden, war zum Beispiel eine Idee. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, ich habe noch keine gute. Seid ihr noch da? Jetzt wird es kurz kompliziert. Es geht nämlich um die entscheidende Frage, wer kriegt wie viel Geld. Ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich weiß immer gern, wie viel Geld ich habe und ich gebe auch nur das Geld aus, das ich habe. Und deswegen habe ich ziemlich früh angefangen, die Kalkulation bis zur einzelnen Flasche runterzurechnen. Von unten nach oben, 6,6 Cent sind die Zutaten, 13,4 kriegt der Abfüller, dann sind es 20 Cent fürs fertige Produkt. Danach sind 16,5 Cent der Premium-Anteil, der ist aufgeschlüsselt in 1 Cent für Etiketten, 1 Cent für den CO2-Ausgleich, 4 Cent für mich, 4 Cent oder 5 Cent mittlerweile für die Sprecher, 1,5 Cent für die Buchhalterin und so weiter. Und das ergibt dann einen Produktpreis, nachdem wir alles gemacht haben, von 36,5 Cent ab Rampe, also ab Herstellung. Dann holt ein Großhändler, der seine Spedition selber zahlt, das ab und verkauft an Händler für 49 Cent, ist der Übergang hier. Und beide verkaufen für 60 Cent an den Gastronomen. Bis hierhin ist es definiert, danach nicht mehr, weil die Belastungen von Händlern sind in der Regel gut vergleichbar. Die brauchen alle irgendwie einen LKW, einen Werbestapler mit Fahrer und eine Bürokraft und so. Der eine ist auf dem Land und fährt weiter, der andere ist in der Stadt, hat öfter Stau. Das ist so grob über einen Kamm zu scheren. Das ist keine perfekte Kalkulation, ne? Das ist so eine Annäherung an das, was irgendwie nötig ist. Aber sie hat auf diese Weise ein paar sehr interessante Effekte. Der Effekt 1 ist, wir haben das Grundübel des Kapitalismus aus meiner Sicht, nämlich die reine Gewinnfixierung aus dem System geschmissen, dadurch, dass ich immer hier meine 4 Cent habe und ich nicht mehr verdienen kann, wenn ich den anderen Leuten weniger gebe. Sondern im Gegenteil, nur dann, wenn ich es schaffe, dass diese Balance sozusagen so erhalten bleibt, dass die Leute freiwillig bleiben und sich dann auch genug Flaschen bewegen, dann habe ich multipliziert mit der Flaschenzahl mal meine 4 Cent ein Auskommen. Fange ich an, hier zu drücken und dem weniger zu geben, verdiene ich selber nicht mehr und ich laufe Gefahr, dass der geht. Das ist das eine. Ganz entscheidender Kniff sozusagen. Die Aufgabe des Unternehmers wird nicht mehr Flaschen verkaufen und Gewinn machen, sondern alle Beteiligten ordentlich bekümmern. Zweiter Punkt ist für uns ganz hilfreich. Wir wissen immer genau, wie viel Geld wir überhaupt in welcher Kostenstelle haben, weil einfach diese Teile hier in der Buchhaltung in Kostenstellen hinterlegt sind und dann weiß ich ganz genau, okay, diesen Monat kann ich noch 10 Musterkisten vergeben, dann ist die Kostenstelle ausgeschöpft, dann müssen wir bis nächsten Monat warten zum Beispiel. Dann hat das für die anderen Beteiligten eine wichtige Funktion, für die Händler nämlich. Die wissen nämlich, wenn sie jetzt zum Beispiel 4 Kisten auf die Sackkarre schmeißen und durch die Gegend fahren, dann verdienen sie Betrag X und wenn sie das nächsten Monat machen, verdienen sie den gleichen Betrag X. Das heißt, es wird eine berechenbare Größe, mit der man regelmäßig arbeiten kann.
Und das führt dann dazu, dass wir auf Basis dieser Kalkulation eine sehr hohe Treue haben, beziehungsweise eine sehr geringe Fluktuation im Netzwerk. Zusätzlicher Aspekt ist auch sehr schön, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie das andere Hersteller machen, die zum Beispiel Bio und Fairtrade heißen. Nichts gegen die, das ist auch ein guter Schritt. Aber die meisten kümmern sich nur um den Inhalt hier. Und der ganze Rest wird irgendwie gesagt, so, das regelt der Markt. So von Zauberhand wird das irgendwie fair gemacht. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, da muss man eingreifen. Zum Beispiel deshalb, weil in der Kalkulation von normalen Produkten und Getränken sehr viele Punkte drinstehen, die bei uns nicht drinstehen, die ihr aber mitbezahlt. Listungsgebühr zum Beispiel als Eintrittsgeld, wenn man überhaupt rein möchte in den Laden. Platzierungszuschlag nach Augenhöhe und Ausgangsnähe und sonst was. Freiware wird verlangt, Preisverhandlungen nach Szenetauglichkeit, sonst was. Werbekostenzuschüsse, alles Mögliche. Bis hin zu den fetten Ausstattungen der Leute, die das Ganze irgendwie steuern. Das ist bei uns alles nicht drin. Und schlimmer noch, wir haben nicht mal ein Etat für Werbung. Und das ist ein echtes Hindernis bei der Verbreitung, kann ich euch flüstern. Das heißt natürlich, wenn die Flaschenzahl dann wächst, dann ist irgendwie Luft drin und dann müssen wir den Preis senken. Das haben wir gemacht zweimal. Und zwar einmal um 4 Cent 2008 pro Flasche und dadurch hat sich eine Mengenskalierung ergeben. Wir konnten um noch 1 Cent senken. So, also wir sind nicht außerhalb der Marktzusammenhänge, wir spielen damit nur irgendwie ein bisschen anders. Wie kommt man zu Kunden, wenn man sich solche vielen Gedanken über Systemfragen macht? Das ist mit unsere größte Baustelle. Das funktioniert so, dass sich irgendwo in irgendeiner Stadt jemand findet und fragt, hey, wo gibt es denn hier Premium-Cola? Dann antworte ich zum Beispiel, leider gibt es das noch gar nicht. Aber wenn du dich darum kümmern magst, dann geht das so und so und so, kriegst einen Leitfaden und kriegst halt von jeder Flasche Cola 5 Cent, die sich durch deine Aktivitäten, dein Sprechen bei Gastronomen sozusagen bewegt. Und über diese Sprecher finden wir dann eine ganze Reihe Städte, das ist jetzt eine alte Grafik, nur vom Symbol her, und gehen dann den Weg rückwärts. Das heißt, wir fragen sozusagen immer den Gastronomen, sag mal, welchen Händler hast du denn? Mit dem arbeitest du schon länger und der tickt vielleicht ähnlich wie du und so. Und gehen quasi einfach den Weg, der schon da ist, rückwärts, damit wir da jetzt nicht reingrätschen, sondern eben das erhalten, was da ist. Daraus ergibt sich eine zweistufige Lieferstruktur in unserem Fall. Das heißt, wir haben immer einen Verteiler, der sozusagen zum Beispiel 10 Paletten gebündelt holt vom Abfüller hier und dann nach Hamm bringt, zu Norbert. Der verteilt dann palettenweise in der Region und dann wird in der Stadt sozusagen sackkarrenweise an die Gastronomen verteilt. Und dadurch hat man was sehr Schönes für ein Unternehmen, nämlich eine Wiederholung. Flaschen werden ausgetrunken, müssen die nächsten her. Und das gibt dann so einen Takt. So hier zum Beispiel alle 2 Monate oder so, so ungefähr, je nachdem wie warm das ist, wie viele Leute trinken. Aber das ist für ein Unternehmen super, dass man das Produkt nicht runterladen kann. Und so kann man dann hingehen und das immer weiter Stück für Stück, Stadt für Stadt so aufbauen. So haben wir das gemacht. Und da stellen wir zum Beispiel fest, okay, jetzt wollen wir irgendwie hier jemand Neues an den Baum anschließen und merken dann, oh Mist, wenn wir jetzt mit einer kleinen Menge da anfangen, hier so, dann wird das ziemlich teuer. Ne? Kleine Menge auf einen LKW, der LKW kostet aber das Gleiche. Das wird halt dann irgendwie teuer, also fast exponentiell steigen da die Kosten. Wie geht man jetzt damit um? Man könnte sagen, okay, dann brauchen wir halt große Händler. So, und der Kleine kommt halt gar nicht rein. Fand ich irgendwie nicht eine schöne Antwort, sondern ich habe mir überlegt, ich möchte für den Kleinen irgendwie einen Nachteilsausgleich machen und für den Großen nicht noch einen doppelten Bonus durch einen Mengenrabatt, was ja eigentlich üblich ist, sondern ich will einen Anti-Mengenrabatt einführen. Bei Mengen von unter 4 Paletten wird eben der ansonsten feste Preis des Getränks reduziert auf Wunsch und damit wird hier die Kostenkurve, die eigentlich hier läge, wird so ein bisschen abgemildert. Ganz darf man das nicht machen, sonst fahren hier alles einzelne LKWs, das wäre für die Umwelt wieder nicht so cool. Aber so ein bisschen flacher sollte es schon sein. Und das ist so ein typisches Modul, deswegen ist auch mein Lieblingsmodul. Das zeigt, wie das Ganze so tickt. So einfach irgendwie aus dem Wunsch, kleinen Händlern irgendwie zu helfen, wird ein handfester ökonomischer Vorteil. Denn nicht nur ist der Einstieg überhaupt möglich, das ist das eine, sondern es wird auch darüber gesprochen. Anti-Mengenrabatt, was ist das denn für eine funky Idee? So, und schon hast du irgendwie ein Gespräch über das, dass sich das verbreiten kann. Und drittens, es gibt dann eine Struktur aus relativ vielen kleinen Partnern, anstatt wenigen Großen, die einem dann nachher sagen, wo es lang geht. Und das ist ganz oft so, dass wir uns irgendwas überlegen, so, wie kann man es netter machen und daraus werden dann irgendwie Vorteile. Wenn wir dann die ganzen Flaschen durch die Gegend geschickt haben, muss man sich ja irgendwie auch der Frage stellen, was ist denn dann mit der Klimabelastung durch die Transporte und am besten noch die der Herstellung gleich mit und so. Und deswegen haben wir, ich weiß gar nicht mehr wann genau, 2006 oder so, die längste Transportstrecke genommen, dafür die CO2-Belastung ausgerechnet und einfach auf alle anderen, auch kürzeren Strecken umgelegt. Und 1 Cent pro Flasche dafür abgezweigt, um das CO2 mit Äquivalenten und so weiter auszugleichen, in Anführungsstrichen.
Es wird natürlich trotzdem imitiert, klar, aber ich will mich dem Thema irgendwie stellen. Und wir haben es zu Anfang an Atmosphäre gezahlt. Die brauchen 2 Jahre, bis sie das einsetzen durch die ganzen UN-Kontrollen. Mittlerweile war es eine Streuobstwiese bei Kiel und im Moment ist es offen, weil wir einfach keine gute Verwendung finden, wie man das wirklich sinnvoll nutzen kann. Und dann haben wir im Jahr 2009 eine Ökobilanz gemacht mit einer Studentin als Abschlussarbeit und da kam dann raus 100 Milligramm CO2 pro Flasche mit allen Produktionsvorketten und sogar dem Rülpsen, wenn du es getrunken hast, emittiert das Produkt und das wird dann ausgeglichen in Anführungsstrichen. Wenn dann transportiert wurde, dann fragt die Buchhaltung die jeweiligen Händler, sag mal, wohin hast du welche Flaschen verkauft? Und dann zahlen wir die entsprechenden Anteile aus. Das sieht jetzt wie so ein warmer Geldregen aus, das ist aber nie wirklich viel. Also Köln als Beispiel mit 8 Läden, weil der Kölner sich eben kaum kümmert, sind im Monat so 50 Euro. Das bildet ungefähr ab, dass er alle 2 Monate zu den Läden mal hingeht oder Kontakt aufnimmt mit einer Mail irgendwie oder anruft und sagt, hey, wie sieht's denn aus? Bei uns ist das und das los, was ist denn bei dir? Gibt es Schwierigkeiten so? So eine grobe Kontaktpflege. Aber das ist quasi die Idee, dass dann die Anteile eben für das auch Word-of-Mouth-Marketing, wenn man das klassisch betrachten will, dass es nicht umsonst ist, sondern dass es dafür Anteile gibt. Das Ganze sieht dann so aus, ungefähr. Und dann kann man sich schon fragen, was ist denn überhaupt Premium? Denn ich habe immer noch kein Büro. Ich habe auch immer noch keine Ressourcen. Also mein Büro ist da im Rucksack oder steht hier auf dem Tisch so quasi. Und eigentlich ist es eher so eine Art Netzwerk aus lauter eigenständigen Unternehmen, die irgendwie maximal outgesourced, also ist maximal outgesourced. Ich könnte mich selber noch quasi outsourcen. So. Aber es ist auch ingesourced, weil eben alle Beteiligten mitreden können. Und das heißt, unsere Kernleistung ist nicht der Verkauf von Getränken, sondern dieses Netzwerk steuern. Das ist das, was Premium tut. Und dass das geht, dass man davon leben kann, so ein Netzwerk zu steuern, ist für mich ein Beleg dafür, dass es nötig ist. Denn es kennen sich ja alle. Also grob mal hier als Idee, damit ihr das seht. Hier links sind alle Lieferanten, also irgendwie Kisten, Flaschen, Grundstoff, Zucker und so weiter. Die verkaufen die Vorprodukte an unsere Abfüllung hier und an den Bierbrauer hier. Die machen die Produkte fertig und verkaufen sie uns. Wir verkaufen sie an Getränke-Großhändler, die sie an Getränkehändler, die sie an Gastronomen, die sie an Endkunden. Von den Endkunden werden einige zu Sprechern. Damit ich denen regelmäßig die Löhne zahlen kann, brauche ich eine Buchhalterin, die das ausrechnet, mit dem Steuerberater und so weiter und so fort. Und ruckzuck ist es so ein Riesennetzwerk oder so ein Mobile, kann man sagen. Das heißt, nämlich deswegen, weil das alles miteinander verbunden ist. Das heißt, wenn zum Beispiel hier hinten einer irgendwie Blödsinn macht, und die Kisten falsch aufpackt, dann führt das vielleicht irgendwie hier zu einem Problem. Oder wenn hier einer seinen Lohn verdreifacht haben will, dann führt das hier unten irgendwie zu einem Problem. Das heißt, das ist ein irgendwie voneinander abhängiges Netzwerk, was man so steuern muss und so ausbalancieren muss, dass es irgendwie insgesamt funktioniert. Und da geht es mir auch um den Blickwinkel aufs Ganze, weil Unternehmen normalerweise nur so betrachtet wird. Ich kaufe was und ich verkaufe was und das ist meine Tätigkeit quasi. Und ich finde, das reicht überhaupt nicht, sondern das Ganze ist meine Tätigkeit, weil sich alles, was ich tue, irgendwo hier auswirkt. Also muss ich das irgendwie auch adressieren und ordentlich bekümmern. Und spätestens nach irgendwie 2, 3, 4 Lieferungen weiß der Großhändler ganz genau, wer hier der Abfüller ist und wer der Bierbrauer ist. Und die könnten theoretisch auch direkt kaufen. Tun sie aber nicht, sondern machen weiterhin diesen Weg, weil sie, so ist meine Wahrnehmung, das zu schätzen wissen, was Premium tut. Das heißt, irgendwie wird diese regulierende Funktion offensichtlich gebraucht. So, und wenn man jetzt mitten in so einem System drin ist, dann kann man anfangen, sie zu hacken. Und das war bei uns sozusagen erstmal die Grundidee, okay, jetzt haben wir es so irgendwie aufgestellt und entwickelt, dass es irgendwie ein System ist, was man auch so nennen kann. Wir wollen, dass das Open Source ist, dass sich das verbreiten kann. Deswegen haben wir das alles mal aufgeschrieben und das passte wunderbar in diese 3 Bereiche der Nachhaltigkeit mit einem dazu, nämlich Schutz. Wir müssen uns anders schützen als normale Unternehmen und Transfer, was ich jetzt hier mache, ne, drüber reden, das verbreiten. Und damit das besser geht, ist es alles auf einer CC-Lizenz. Das heißt, du kannst es frei kopieren und verändern, auch kommerziell nutzen, wie du willst. Du musst nur sagen, wo du es her hast. Und das haben im Moment 16 verschiedene Unternehmen schon gemacht. Das heißt, auf der linken Seite sind die Produkte oder Unternehmen, die das System ganz oder teilweise übernommen haben und wo ich auch Teile von deren Struktur organisiere. Ich bin also von einem Badewannenbeleidigten User irgendwie zu einem Dienstleister für faire Getränke-Orga geworden. So, ziemlich abgefahren, finde ich es immer noch. Und auf der anderen Seite sind die Produkte, mit denen man sich so locker mal irgendwie Kontakte tauscht und irgendwie gegenseitig irgendwie Kisten miteinander kauft oder irgendwie sowas.
Und ein paar von denen habe ich auch bei der Gründung geholfen und die meisten gibt es auch noch. Und von daher, ja, ich hoffe, dass das so weitergeht. Ein Produkt, was ich rausgreifen will, ist das Frolunder. Das sind zwei Jungs aus Freiburg, die nach diesem Betriebssystem das gegründet haben, aber formal eigenständig sein wollten. Und das kostet auch nichts. Also sie geben einen Cent ab für die Arbeit, die ich für sie mache, aber nichts für das System oder für das Netzwerk und für die Marke. Das heißt, es ist sowas wie ein Open-Franchise-Modell, könnte man sagen. Und davon hoffe ich, dass es irgendwie in Zukunft mal mehr geben wird. Die genaue genaue Aufschlüsselung des Ganzen ist so, dass die eben alles nutzen können, was da ist. Wissen sollte frei sein. Sie geben einen Cent ab für die konkrete Arbeit. Sie helfen ein bisschen im Orga-Team und verbreiten natürlich selber auch dadurch, dass sie rumlaufen und ihr Produkt verbreiten, auch Premium mit. Das heißt, es ist quasi irgendwie so ein gegenseitiges irgendwie Helfen. Die Frolunder heißt das Produkt, ist eine Holunderblütenlimonade. Die haben sich die beiden Jungs selber gesichert, weil sie einen Plan B haben wollten, für den Fall, dass ich zum bösen Diktator mutiere. Finde ich okay, kann man immer haben. Und ich wiederum habe die Gestaltung geschützt für den Fall, dass die plötzlich zu Idioten mutieren. Und so haben wir beide irgendwie einen Notausgang und könnten theoretisch raus. Aber es ist dennoch ein heißes Eisen, weil wir sind so eng verbandelt. Wenn der eine Blödsinn macht, dann fährt das auf den anderen ab. Also da muss man wirklich aufpassen. Bis hin zu so Punkten, dass deren Homepage in unsere Webseite integriert ist. Und wenn der eine von den beiden nachts besoffen Porno rauflädt, dann habe ich erstmal ein Problem. So. Also muss man schon vertrauen können. So, bis hierhin war das alles irgendwie freiwillig und nett. Und jetzt kommt die Seite, die mir fast noch mehr Spaß macht, nämlich der unfreiwillige Transfer. Wir haben mal Kontakt gekriegt über eine Hamburger Obdachlosenzeitung, hat sich ein Leergutsortierer, also der draußen steht und Kisten in Flaschen sortiert, an die Zeitung gewendet und die sich an uns, weil irgendwie der nur 1,70 Euro Stundenlohn bekommen hat. Und das war so gelöst, dass der beim Subunternehmer vom Großhändler angestellt war, der beim Abfüller von uns bezogen hat. Also man könnte völlig berechtigt sagen, ey, das geht uns überhaupt nichts an. Da können wir auch gar nichts machen. So. Finde ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, den Großhändler, bitte, du hast diese Bedingungen mal abzustellen, die auf deinem eigenen Hof da passieren, sonst werden wir dich rausschmeißen. Und unsere paar Paletten im Monat, die hätten die nicht so richtig gestört, aber das konnte er sich nicht leisten. Also hat er den Lohn angehoben auf 7,60 Euro. Das ist auch immer noch so. Ich habe nämlich einen Spediteur, mit dem ich gut verbunden bin, der horcht immer bei den Leuten, wenn er da ist, und das ist immer noch so. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für einen Spaß macht, wenn ich sage, ey, das geht nicht klar. Diese Wirtschaftswelt, die sowas zulässt, 1,70 Euro Stundenlohn, stock doch auf, geh doch zum Amt. Das läuft nicht und das wird jetzt geändert. Das ist immer noch so. Das macht richtig, richtig Spaß. Und das war das Direkte quasi, wenn wir mit jemandem verbunden sind und da irgendwie Einfluss nehmen und sagen, hey Großhändler, du änderst das mal. Jetzt kommt was Indirektes über Zahlungsziele. In der Getränkewelt ist so üblich, irgendwie zwischen 10 und 30 Tagen als Zahlungsziele, die vereinbart werden, und es wird eigentlich nie gehalten. Das heißt, man zahlt irgendwie so nach 20 Tagen und sieht damit in dem Rahmen des Erwarteten irgendwie gut aus. Das ist auch psychologisch das Bezugssystem. Du gehst davon aus, irgendwie zwischen 10 und 30 Tagen wird das laufen. In der Mitte siehst du gut aus. Jetzt gehen wir hin und zahlen in aller Regel nach 2 Tagen. Was ich ja kann, weil ich durch centgenaue Kalkulation mit der Kostenstellenstruktur habe und genau weiß, wie viel Geld ist in welcher Kostenstelle. Dadurch wird ein Anker gesetzt auf psychologisch und der Rahmen erweitert. Das heißt, der mit seinen 20 Tagen sieht gar nicht mehr so cool aus. Und dann wird er gefragt natürlich. Ey, diese Premium-Zwerge, die können so schnell und du Konzern irgendwie, das ist doch wohl nicht in Ordnung. Also muss ich das dann verschieben. Dass wir spielen über Ärgern, über Bande, Unternehmen, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. So. Und es geht dann weiter mit einem mit dem Premium-Bier, was es auch seit 2008 gibt. Und da war für mich der Punkt, irgendwie so 5-10% der deutschen Bevölkerung haben ein Problem mit Alkohol, mehr oder weniger stark. Wenn ich jetzt ein Bier auf den Markt bringe, dann bin ich ja ein Drogenhändler. Und irgendwie so, also an Süchtigen will ich nicht verdienen. So. Aber das machen alle anderen auch. Und wie geht man damit jetzt um? Ich habe mir überlegt, ich würde gern 10% der Umsätze, die man nicht künstlich kleinrechnen kann, in die Alkoholismusvorsorge abzweigen. Wir fördern da einen Ex-Alkoholiker, der durch Schulen fährt und seine Geschichte erzählt. Und irgendwie das einfach mal machen und vormachen quasi in dem System, was mir nicht gefällt, wie das anders geht, in der Hoffnung, dass das übernommen wird von anderen Unternehmen. Und bisher ist es nicht der Fall, leider, aber ich war letztens eine halbe Stunde auf dem Deich laufen mit Jägermeister und habe immerhin hingekriegt, dass die eine Werbeaktion, die sie bisher machen, nicht mehr machen, weil sie jetzt das Thema Alkohol irgendwie anders betrachten. Und ich hoffe, wenn das mal die Brand 1 aufgreift zum Beispiel, dieses Ding und diesen Ansatz und speziell dieses Thema Alkohol, dass das irgendwie dann doch zu einem Druck wird, einem gesellschaftlichen, auf andere Alkoholhersteller, dass sie sich dem stellen. Die Kritik ist natürlich offenbar, wenn ich das jetzt mache, dann ist das wie ein Feigenblatt oder Greenwashing oder irgendwie bin ich ja trotzdem Drogenhändler. Das stimmt. Und ich habe für den Gedanken ein halbes Jahr gebraucht, um ihn zu sortieren.
Das stimmt, ich bin jetzt auch Drogenhändler, das ist mir auch nicht wohl dabei. Die Konsequenz wäre, kein Bier zu machen, dann ändert sich nichts. Also muss ich reingehen ins System und da drin das anders vormachen. Das führt dann zu solchen Geschichten, dass wir zum Beispiel freiwillig jeden Produktionsfehler, der bei der Cola und dem Bier passiert, aufs Blog stellen bei uns. Warum? Keine Maschine und kein Mensch und schon gar nicht beides zusammen arbeitet zu 100% störungsfrei. Es gibt immer irgendwo einen Fehler, das ist einfach so. Bei uns war es zuletzt eine Flasche pro Jahr von im Moment 1 Million, die irgendwie ein Problem hatte. Aber es ist ein Fehler so. Und das Problem, was ich damit bei normalen Unternehmen habe, ist, die kommunizieren das nur, wenn sie unbedingt müssen. Das heißt, du weißt eigentlich nie Bescheid. Und das wollte ich irgendwie anders haben. Und ich finde, Unternehmen, die Nahrungsmittel herstellen, sollten von sich aus sowas kommunizieren. Also haben wir uns dazu verpflichtet, 2006 schon das zu tun. Und jeder Produktionsfehler, der auftritt, der wird auf die Homepage gestellt. Auch hier wieder der Punkt, vormachen, wie ich es gern anders hätte. Und hoffentlich Druck erzeugen auf den Rest der Wirtschaft, dass die irgendwann gefragt werden, ey, ihr macht 30 Millionen Flaschen und ihr habt nie einen Fehler, so, das können wir nicht ganz glauben, ihr müsst auch mal anfangen, das offen zu legen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass die anderen Getränkehersteller mich seitdem nicht mehr so gut leiden können. Ne? Also, ja. Und man hört da auch schon raus, eigentlich ist der Verkauf von Getränken, sag ich mal, ist nur das Primäre, ich verkaufe auch ein Stück Systemwandel mit, wenn man so will. Und das will ich ja auch, dass sich da was ändert. Und deswegen ist das auch unser Werbeplakat in DIN A4 bisher, also auch dezent. Die Verbreitung des Ganzen sieht trotz der großen Symbole hier oder wegen der großen Symbole hier ganz gut aus. Es sind 5% der deutschen Städte im Moment, also da ist noch reichlich Luft. Wir haben einen Marktanteil von 1 Promille, also auch da noch Optimierungspotenzial. Könntest du das Wasser eventuell wieder auffüllen? Ich kann hier gerade nicht weg. Jetzt hängt die Grafik irgendwie, genau so. Die Gesamtentwicklung der Produkte sieht auch gut aus. Also wir haben jedes Jahr ein Wachstum zwischen 30% und 50%, ohne dass wir Werbung machen würden. Mehr wäre auch echt nicht zu leisten, also das ist schon wirklich krass. Und auch da, ne, wie gesagt, 1 Promille Marktanteil, aber viele Produkte, also da ist jetzt noch Luft nach oben. Und wir haben im November 10-Jähriges gefeiert. Und bis zu dem Punkt, sage ich mal, war das immer so ein bisschen so, alternatives Modell, danke. Irgendwie so funky, das ist doch alles, aber irgendwie, das funktioniert doch nicht. Das ist doch, kann doch nicht funktionieren auf Dauer. Ja, ey, tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber wir haben jetzt 10-Jähriges gefeiert. So. Also irgendwie, irgendwas funktioniert da ja doch. Und dass das funktioniert, kann ich eigentlich immer noch selber nicht glauben. Oder ich kann es nicht richtig wahrhaben, ist natürlich aber tierisch geil. Und man kann sich dann ja schon fragen, irgendwie auf einer Metaebene, mal einen Schritt zurückgetreten, was ist da eigentlich passiert? Ich glaube, durch die Aufklärungs- und Interaktionsmöglichkeiten des Netzes gab es einen Machtwechsel und gibt es hoffentlich immer noch und immer mehr von Unternehmen hin zu Konsumenten und Usern. Ja, weil vor 20 Jahren, sage ich mal, wenn dir ein Produkt nicht gefallen hat, was solltest du denn machen? Deinen Freunden das erzählen. Gut, dann hast du das 10 Leuten erzählt und das war's denn. Mit ganz viel Glück greift eine Zeitung auf, aber das war's denn auch so. Kannst einen Brief schreiben an die Firma, kriegst du ein Produkt und das war zurück. Heute ist es so, dass jeder im Prinzip mit den gleichen Voraussetzungen im Netz eine Riesenwelle machen kann. Das heißt, und die Informationen sind auch viel freier. Das heißt, Marken und Unternehmen sind nicht mehr nur das, was der Verantwortliche gern hätte, sondern sie sind die Summe der Gespräche über sie. Und es wird auch über sie gesprochen oder über die Marke gesprochen, ob man das möchte oder nicht. Und noch schlimmer sozusagen, das erzähle ich immer auf so Marketingkongressen, wer unzufrieden ist, kann sehr leicht selber gründen. Sieht man ja an mir, ich habe es ja auch geschafft. So, du kriegst im Netz jede Information, Gesetze sind da, du kriegst einen Gründungsleitfaden, kannst Crowdfunding machen, der das Geld noch besorgen und so weiter. Also es ist relativ leicht möglich, viel leichter als früher, selber zu gründen. Das heißt natürlich dann, wie geht man jetzt damit um, mit dieser geänderten Lage? Wie müssen dann eigentlich stabile Marken aussehen? Und stabil meine ich im reinen Wortsinn, weil, ich sag mal, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich urkonservativ. Ne? Es geht ja darum, das zu erhalten, was da ist. Denkt man immer so, ist ein total funky neuer Ansatz. So. Aber Nachhaltigkeit ist eigentlich nur der Dreiklang aus Ökologie, also aus der Landwirtschaft. Du musst dein Feld so bestellen, dass es in 5 Jahren immer noch Früchte trägt. Dann Soziales, deine Erntehelfer darfst du nicht schlagen, sonst kommen sie nicht wieder. Und du musst solche Preise zahlen und auch verlangen, dass es sich selber in 5 Jahren auch noch gibt. Nichts anderes ist Nachhaltigkeit. Wenn du das alles schaffst, dann bist du nachhaltig. Und jetzt kommt eben noch was dazu, weil eben das alles viel volatiler geworden ist. Und meiner Meinung nach muss man Marken anders spielen in Zukunft. Erstens, sie müssen stringent an einem Ziel ausgerichtet sein. Bei uns heißt das Mission Statement, Premium will die Welt verbessern, indem wir ein menschliches und nachhaltiges Wirtschaftsmodell besser funktionierend und tragfähig vorleben und verbreiten.
kann sich kein Mensch merken, außer mir wahrscheinlich. Aber das ist das Mission Statement und daran muss das Ganze ausgerichtet sein, das muss verfolgt werden. Wie so ein Zug, der auf der Schiene fährt, extrem stur sozusagen in diese Richtung. Und zugleich aber maximal flexibel sein für alle möglichen Einflüsse, Änderungen, Abstimmungen, das ganze Kollektiv und so weiter. Diese Kombination sozusagen aus einer sehr hohen Stringenz, aber zugleich einer großen Flexibilität, das ist dann quasi die Kunst, die im Moment bei Premium, glaube ich zumindest, kein anderer so kann wie ich. Das Ergebnis davon ist dann hoffentlich, dass das Ganze konsistent ist. Das heißt, wenn ich euch hier erzähle, wie toll das Ganze ist und ihr redet morgen mit einem Getränkehändler, der sagt, ey, voll die Ausbeuter, geht gar nicht, dann habe ich verloren. Oder wenn ihr den Spediteur kennenlernt, der zufällig anlief und ey, der zahlt nie seine Rechnung, so, dann habe ich verloren. Das heißt, egal wo man in dieses Netzwerk reinhorcht, was ich euch aufgemalt habe, das muss irgendwie überall ähnlich klingen. Klar gibt es immer mal Idioten dabei. Wir hatten einen zum Jahreswechsel, der wollte seinen Lohn verdreifacht haben, sodass er effektiv das Vielfache gehabt hätte von allen anderen für die gleiche Arbeit. So, das kann man halt niemandem erklären. Habe ich abgelehnt, jetzt bin ich das Arschloch oder war ich das Arschloch zu der Zeit. Sowas passiert halt mal, aber insgesamt sozusagen muss es konsistent sein. Egal, wo man reinhorcht, muss man das Gleiche irgendwie hören. Wie kriegt man das hin? Meiner Meinung nach muss man sich öffnen. Informationen preisgeben, Struktur, Strategie, Herstellungswege, Kalkulation offenlegen, soweit wie das beim Schutz der persönlichen Daten geht. Und eben den Rückweg auch möglich machen, das heißt eine Mitsteuerung der Beteiligten. Ja, weil wenn du das offenlegst, dann gehen die Leute ja damit irgendwie um, die diskutieren das und haben gute Ideen, Änderungswünsche in ihrem Interesse auch und dann nimmst du das sozusagen gegenseitig und hast dann nicht nur das Ergebnis, dass du was lernst, dass jeder auch von den Beteiligten was lernt, sondern auch, dass deren Vorstellungen mit einfließen. Das heißt, es wird stabiler. Je besser du die Vorstellungen der Leute mit einbeziehst, desto lieber sind sie auch dabei und bleiben halt auch dabei. Das ist sozusagen dieses Wechselspiel. Das geht natürlich nur, da bin ich am fünften Punkt, wenn du keine Filter hast. Wenn du also klassisch als Unternehmen irgendwie mit deinen Kunden nur über eine Werbeagentur kommunizierst oder über Callcenter oder so. Das ist natürlich, also das A wird das erwartet, dass das nicht so ist. Also wenn ich auf der Facebook-Seite vom Unternehmen poste, dann will ich nicht mit einer Werbeagentur reden, dann will ich mit dem Unternehmen reden. So. Und B ist natürlich auch ein Weg, wo Informationen verloren gehen können, wo du den Kontakt verlierst zu den Leuten, um die es eigentlich geht. Das heißt, es muss meiner Meinung nach filterlos sein. Agenturen haben ihre Rolle darin, dass sie die Technik gestalten, vielleicht eine Strategie beraten, irgendwie den Rahmen programmieren, sowas gern, aber die Inhalte müssen aus dem Unternehmen kommen. Und bis hier klingt das für viele Unternehmen total beängstigend. Kontrollverlust, was machen wir jetzt? Und ich glaube, das ist so, das ist ein Kontrollverlust, aber den kann man auch nicht verhindern, da kann man sich auch im Kopf stellen. Man muss damit nur anders umgehen. Und das ist das, wie ich das zumindest versuche, nämlich, was ich vorhin meinte, immer noch einen Schritt gehen und noch eine Verbesserungsmöglichkeit finden. Und im Moment zum Beispiel haben wir ein Projekt laufen, was sind eigentlich faire Löhne? Das ist bei uns unklar. Nach investierter Zeit, nach Bildung, nach Klugheit der Ideen oder vielleicht eher nach Ergebnissen, also nach Flaschenzahl oder nach Qualität der Arbeit und wer misst die oder nach Bedarf. Wer 4 Kinder hat, braucht vielleicht mehr. Was kann ich dafür, wenn der 4 Kinder hat? Und schon hat man Kopfschmerzen so. Und das einmal richtig aufzudröseln, ist wieder der nächste Schritt, mit dem man die Marke Premium im Prinzip füttern kann. Das heißt, man muss nur, in Anführungsstrichen, immer eine konkrete Verbesserung finden und nachlegen. Und das klingt einfacher, als es ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, speziell mit so vielen Beteiligten. Aber da sich dauernd die Rahmenbedingungen wandeln, muss man eh dauernd am Ball bleiben, um das irgendwie stabil zu halten. Weil die Umwelt ist ja nicht stabil, also muss man dauernd sich ein bisschen ändern, um in der Umwelt stabil zu bleiben. Und das ist nichts anderes als das Füttern dieses Unternehmens, dieser Marke, mit ganz kleinen Gesprächen sozusagen. Und dann kann man anfangen zu gestalten. Wenn ich zum Beispiel gerne kritische Leute im Kollektiv habe, die Veganismus auf dem Zettel haben, dann finde ich irgendwie einen Weg, wie man am Produkt was verbessern kann, was in Richtung Veganismus geht. Das tue ich auf die Homepage und dann kann das gegoogelt und gefunden werden. Schon habe ich für die Leute einen Eingang sozusagen, dass die das finden können und sich dann umgucken und sagen, was machen die denn noch und so weiter. Und das ist nichts anderes als irgendwie so eine Markenführung auf Augenhöhe, eben Open-Source-Markenbildung, dass man mit den Leuten spricht und gemeinsam durch Gespräche das weiterentwickelt. Und das funktioniert seit über 10 Jahren und das treibt teilweise skurrile Blüten. Wir haben zum Beispiel seit Juli 2010 eine Facebook-Seite, vorher wollte ich nicht, weil ich das Portal grauenhaft finde, so Daten-Nichtschutz und so. Und da waren aber dann irgendwann 600 Fans auf einer inoffiziellen Fanseite. Also dachte ich, irgendwie muss ich dann doch so und wollte halt die Fanseite übernehmen und habe dahin gemailt und hier, wie sieht's aus, wir würden das gerne übernehmen.
kam nicht mal eine Antwort. Da hätte ich auch nicht geantwortet, will irgendwie ein Unternehmen die Fanseite haben. So, dann habe ich die Fanseite immer wieder neu geladen, die 6 angezeigten Leute rauskopiert in der Excel-Tabelle, die Blätten rausgeschmissen und die alle mit einer einzelnen Mail angeschrieben. Hat eine Woche gedauert. Und habe ganz genau erklärt, ey, wir sind bisher nicht da, weil voll gruselig, aber ihr seid hier. Wir wollen irgendwie gerne interagieren, deswegen gibt es eine offizielle Seite, kommt doch bitte mit. Nicht eine einzige negative Reaktion, fast alle sind mitgekommen. Und dann habe ich auf der Seite das gemacht, was ich gerade erzählt habe, nämlich immer noch einen kleinen irgendwie dieses Thema, noch eine Verbesserung, vielleicht irgendwie was Lustiges, einfach mal bedankt bei allen Kunden, alles Mögliche. Und dann kam nach einem Dreivierteljahr der Zugang von der Fanseite umsonst. Geschenkt, einfach so. Und das erzähle ich auf jedem Marketingkongress auch irgendwie so, das gibt es eigentlich nicht, dass ein Unternehmen eine Fanseite geschenkt kriegt. Und wenn ihr jetzt nicht, wenn jetzt nicht einer aufzeigt und sagt, ich habe sowas doch schon mal gehört, dann kann ich das weitererzählen. Und das sind dann wirklich so die skurrilen Blüten sozusagen. Es gibt ganz viele Sachen in der Form. Wir haben ab und zu mal, also im Frühjahr regelmäßig, zu wenig Liquidität. Also zwar schon eine Kostendeckung, aber das Geld ist noch nicht da. Und dann schreiben Händler, die sagen, Mensch, buch doch früher ab. Gibt es nicht in der Getränkewelt. Getränkewelt ist Mafia normalerweise. Und wir haben uns da schön so eine Parallelwelt gebastelt, wo die Sachen eben anders laufen. Und das ist so geil, dass ich das hier erzählen darf. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das weitererzählt. Wenn ihr Fragen habt, bin ich noch ein bisschen da. Irgendwie geht mein Zug kurz nach 10. Also bin ich noch hier. Vielen Dank. Jetzt habe ich euch total überfahren, oder? Was war diese Abkürzung, die du jetzt bist? BDFL, ich dachte, das muss ich hier nicht erklären. Das ist der wohlmeinende Diktator auf Lebenszeit. Das ist eine Funktion, die zum Beispiel Linus Torvalds hat oder wer ist noch der von Ubuntu? Mark Shuttleworth, genau. Das ist quasi derjenige, der die zentrale Idee hatte und aufgesetzt hat und weiterentwickelt und hoffentlich auch vordenkt sozusagen und alle möglichen Leute mitwirken und mitbestimmen lässt. Dabei ist irgendwie schafft, es auf der Schiene zu halten, ohne jemanden zu verprellen, irgendwie so. Rahmenbedingungen ändern sich, muss man leicht was ändern. Und der eben versucht, möglichst nicht alleine zu bestimmen. Da ist man bei Shuttleworth ja nicht so ganz sicher. Ja, das ist auch bei Linus Torvalds, der bezeichnet die Leute oft irgendwie als Monkey Brain oder irgendwie Brain Dead irgendwie so. Ich will es netter machen, aber das ist im Prinzip die Funktion der zentralen Figur, die möglichst nicht alleine bestimmt. Es klingt ja so, als würdet ihr von der Industrie, die euch umgibt und sie ja auch hackt, alles in allem recht positiv aufgenommen werden. Und gibt es auch Reibepunkte? Ich würde da unterscheiden in kleine und große. Viele kleine, auch diese ganze Liste von Partnern, die ich da angeworfen habe, die finden das auch cool. Stimmen nicht alle ganz überein. Es gibt auch da welche, die sich nur so ein grünes Mäntelchen umhängen, so, wo dann doch das Geld verdienen das Hauptziel ist. Aber bei den Kleinen, sage ich mal, da sind wir eher so als die Netten bekannt, die irgendwie auch mal helfen und Kontakte weitergeben und die man anrufen kann, wenn man keine Kisten hat und irgendwie so. Das will ich ja auch, miteinander arbeiten statt gegeneinander. Bei den Großen ist es eher so eine Mischung, denke ich zumindest, aus skeptischem Beobachten. Also Coca-Cola zum Beispiel beobachtet uns sehr genau. Das weiß ich, weil ich Post aus der Rechtsabteilung von denen schon mal gekriegt habe. Ist mir Angst und Bange geworden, aber die waren erstaunlich nett. Es gibt einen kommerziellen Wettbewerber Fritz Cola, die haben eben wirklich ausgedrückt andere Ziele als wir so. Da wird sich schon mal mit unkorrekten Methoden behakt, was aber seit einem Jahr aufgehört hat, seitdem ich erzählt habe, ich publiziere das alles, was ihr macht, wenn ihr damit nicht aufhört. Haben sich daran gehalten, immerhin. Ich glaube, die Big Player, die wissen gar nicht, wie sie mit uns umgehen sollen. Können uns gar nicht irgendwie einschätzen und fassen und nehmen das schon ernst von den Ansätzen her. Also ich werde häufiger mal mittlerweile von anderen Unternehmen so als Berater hinzugezogen, um denen das beizupoolen, was wir schon machen, stückweise. Ich gründe auch gerade eine alternative Unternehmensberatung, die gezielt in Richtung Stabilität, Nachhaltigkeit und Miteinanderwirtschaften berät. Also in die Richtung will ich das weiter treiben. Aber ich glaube, die Big Player, die sind wie Öltanker, so, die fahren die Richtung und da gibt es maximal irgendwie ein kleines Banner, was geändert wird. Aber das ist auch schwierig. Du kannst nicht ein ganzes Unternehmen, was hierarchisch funktioniert, spontan so umstricken. Das geht schief. Geht nur schrittweise, also produktweise zum Beispiel. Wenn du ein Unternehmen hast mit 30 Produkten, dann fängt man mit einem an, stellt es um, guckt, ob das funktioniert, macht man das zweite, so irgendwie in der Art könnte es funktionieren. Hat jemand eine Uhrzeit? Ich sehe gerade keine. Groß. Ja, cool, ist auch reichlich Zeit. 21.30 Uhr.
Passt. Könnt ihr mich noch weiter ausfragen? Ja. Mich würde mal interessieren, wie schafft man denn so den Sprung ins kalte Wasser, also vom normalen Angestellten oder was, der auch seine Miete zahlen muss oder den Lebensunterhalt bestreiten muss und man hat eine schöne Idee und will die jetzt umsetzen und man braucht Geld und man weiß gar nicht, wovon man da mal leben soll. Also wie war das so am Anfang? Mhm. Gab es da vielleicht auch Phasen, wo man gesagt hat, Mensch, hätte ich es besser nicht gemacht oder kommt da auch? Also ganz klare Antwort, nicht springen. Wer sagt denn, dass du als Gründer sofort Vollzeit mit vollem Risiko das machen musst? Am besten noch mit einem Bankkredit im Nacken, dass du dreifaches Risiko hast. Unternehmer sein ist eh schon voller Risiken, das muss man ja nicht übertreiben, sondern ich vertrete eher die Meinung, dass man das schrittweise macht, ganz langsam und gemütlich, neben dem anderen Job. Und das so lange aufbaut, bis das tragfähig ist und dann wechselt. Und bei mir war das so, dass ich das die ersten 5 Jahre, muss man sagen, überhaupt nicht ernst genommen habe. So, haha, ich habe eine eigene Cola, wer hat das schon so? Es war auch ja vom Blickwinkel her, war das ja auch noch sehr auf unsere kleine Welt, sage ich mal, zentriert. Das wollte ich gut machen. Und dann irgendwann so, okay, dann gehört das noch dazu, das gehört noch dazu, das gehört noch dazu. Und irgendwann, 2008 nämlich, okay, wir haben jetzt ein System, das man aufschreiben und rausgeben kann. Und das war sozusagen der Blick auf den ganzen Rest der Welt. Und der Schritt, dass ich davon wirklich leben konnte, das ist erst April 2010 gewesen. Das wäre schneller gegangen, wenn ich die ersten 5 Jahre das ernsthaft schon betrieben hätte. Aber ich rate das jedem Gründer, im Moment habe ich 3 Gründer, denen ich versuche zu helfen, macht es nicht mit vollem Risiko, nicht ins kalte Wasser springen, sondern macht es langsam. Dann hast du viel mehr Zeit, gute Lösungen zu entwickeln, hast keinen Verkaufsdruck sozusagen, musst nicht in Deals gehen, die du eigentlich gar nicht möchtest. So. Kannst in Ruhe deine Lieferanten aussuchen, also nicht springen, langsam machen. Wie nimmt das so vom Job her, dass du dir genügend Zeit lässt? Dann meistens ist man ja ein Fulltime-Job und kann man eben am Wochenende und abends mal was machen. Und in der Regel hat man nicht die Möglichkeit, schrittchenweise auf einen Halbtagsjob oder so zurückzufahren, wenn das andere mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das Wort Vollzeitjob impliziert ja, dass man wirklich seine volle Zeit damit verbringen würde. Das ist nur selten so. Weil du hast halt als Vollzeitjob in der Regel einen 8-Stunden-Job. Der Tag hat aber 24 Stunden. Also meine Erfahrung ist, dass es schon, man muss schon, sage ich mal, wie soll man das ausdrücken? Du brauchst schon einen Idioten, der sowas irgendwie wirklich machen will und sich dahinter klemmt quasi und das ernst meint und stur genug ist. Und zum Beispiel, bei mir war das letzte halbe Jahr so, da hatte ich 2 Vollzeitjobs im Prinzip. Mein Unijob und eben Premium. Und das verlangt dann schon Disziplin. 5 Uhr aufstehen, laufen gehen, an den Rechner bis um 9:30 zur eigentlichen Arbeit fahren, bis um 7:30, duschen, was essen, wieder an den Rechner bis nachts um 12. Aber ich kann für mich sagen, ich habe damit einen Lebenstraum zum Beruf gemacht. Das sind große Worte, aber ich sehe das für mich so. Ich lebe davon, dass ich dieses ganze Netzwerk am Brummen halte, was mich im Kopf wahnsinnig weiterbringt. Und ich lebe davon, dass ich zu allen so nett versuche, wie möglich zu sein. Das ist doch tierisch geil. Also ich kann das nur für mich so sagen. Jeder tickt natürlich auch anders. Nicht jeder will so einen riesen Ballon an Leuten irgendwie oder so ein riesen Netzwerk auch sich darum kümmern müssen, aber ich kann es nur so sagen, mach das langsam. Und wenn du merkst, es ist irgendwie doch zu viel, oder wenn du Frau und Kinder hast, um die man sich kümmern muss, hatte ich zum Beispiel nicht, das ist ein Vorteil in dem Fall, dann mach das so lange, bis es Halbzeit oder halb einkommenstauglich ist und dann redest du mit deinem Chef und sagst, hey, ich würde gern auf die Hälfte gehen und man findet doch immer einen Weg. Oder die Frau macht irgendwie eine Zeit lang mehr oder ein Freund springt ein, um zu helfen in den heißesten Phasen, also ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten und Wege. Dieses ganze System ist ja auch nicht einfach an einem Tag geschrieben worden, weil ich irgendwie der klügste Mensch der Welt wäre. Das ist echt alles nur Menschenverstand, finde ich. Sondern es ist eine Entwicklung. Ne? Man hat ein Problem festgestellt, hohe Frachtkosten für kleine Händler. Wie könnte man das lösen? Und dann hat man daraus eine Lösung gebastelt und festgestellt, okay, der Antimengenrabatt reicht nicht aus, man muss ein bisschen höher gestalten. Und das ist immer schrittweise. Deswegen muss es ja langsam gehen dürfen. Skaliert dein System? Also was ist, wenn jetzt auf einmal von heute auf morgen sich die Flaschenzahl pro Jahr von 1 Million auf 10 Millionen oder 100 Millionen steigern wird? Wird das noch skalieren oder wirst du eine Notbremse ziehen? Ich habe keine tatsächliche Mengenbegrenzung bei der Flaschenzahl im Kopf, aber es gibt eine automatische Begrenzung bei dem Wachstum. Also die 30-50%, die wir jetzt haben, die sind an der Schmerzgrenze dessen, was machbar ist, weil du halt immer zum Beispiel Kisten und Flaschen vorher kaufen musst. Dann muss die Produktion bezahlt werden, dann vergehen ein paar Wochen, bis abgeholt ist. Dann kriegen die Händler die Rechnung, dann zahlen sie irgendwann. Das heißt, du hast immer einen Puffer, den du überbrücken musst, Liquiditätslücke.
Und das heißt ganz automatisch, dass du jetzt nicht irgendwie 500% Wachstum pro Jahr aus eigenen Finanzen machen kannst. Das ginge dann nur, wenn du Fremdgeld reinholst, dich damit aber abhängig machst und Raten und Zinsen bedienen musst, also dich selber unter Druck setzt. Und da würde ich in jedem Fall das Wachstum bremsen. Ganz klar, das ist mir zu schnell. Das schaffen wir nicht mehr aus eigener Kraft, wir müssen das langsamer machen. Und das ist auch bis jetzt jedem Kunden erklärbar gewesen, also jedem neuen Kunden, dass man sagt, hey, wir wollen dich zuverlässig bedienen, wenn du dein Kunde bist. Im Moment geht das noch nicht, weil wir eben an der Kapazitätsgrenze sind. Sei so nett und warte 2 Monate. Und wenn er nicht wartet, dann hat er es halt auch leider nicht verstanden. So, das ist dann halt so, aber da bin ich ganz entspannt, das würde ich bremsen. Und die Skalierbarkeit des Systems insofern ist natürlich auch dadurch begrenzt, dass so ein System nicht sich von selber organisiert, sondern das muss irgendwie jemand betreuen und regeln und machen und Problemfälle klären und so weiter. Und da hat sich einfach gezeigt, dass es dazu einfach nur mehr und klugen Leuten bedarf. Also es gibt zum Beispiel seit 2,5 Jahren oder so, gibt es eine Funktion, die heißt Orga-Hilfe und die hat als Auftrag quasi mich zu entlasten von allem, was ich nicht selbst machen muss. Landkarte der Homepage pflegen, einfache Kundenanfragen beantworten und so weiter. Wenn ich eine kriege, beantworte ich sie trotzdem, weil ich den Kontakt zu den Leuten nicht verlieren will. Aber es ist eben so eine Art Sekretärin, die mitdenkt, irgendwie, wie man das immer sagt. Sekretärin sind halt meistens irgendwie, haben ein schlechtes Bild, deswegen heißt sie Orga-Hilfe. So, und wenn das mehr wird, dann muss da eben eine zweite Funktion her oder die muss auch gestockt werden, die Rolle. Oder bei der Buchhaltung war es mal vor 2 Jahren so, da hat der Buchhalter gesagt, ey, das wird dir so viel Arbeit, ich komme mit 1 Cent nicht mehr klar, ich brauche irgendwie 1,5, damit ich mehr Zeit da reinstecken kann. Okay, dann wird das erhöht. Also sowas ist immer so ein bisschen Feintuning, sage ich mal. Man kann auch ein bisschen selber gestalten, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich habe so viel Arbeit auf dem Tisch, dass ich irgendwie nicht klarkomme, dann würde ich halt weniger Vorträge annehmen oder so. Also man kann das immer so ein bisschen gestalten. Kritische Stimmen würden mich auch interessieren. Ist das alles Hokuspokus? Quatsch? Nicht umsetzbar auf andere Strukturen zum Beispiel? Ich habe ganz anders am Anfang gesagt, irgendwer hat das Original Afrika-Rezept in der Tasche gehabt. Da ist ja normalerweise irgendwie Rechte dran. Da kann ich einfach hier so nachbrauchen, weil es zumindest Zettel findet. Richtig. Bei uns war das so, wir haben das einfach mal gekapert, haben das die ersten 3 Jahre lang unterm Radar machen können, weil die uns eigentlich ernst genommen haben. Und dann kam irgendwann Post von einer Anwaltskanzlei, wo nicht rechts oben die 5 Partneranwälte standen, sondern auf der Rückseite 3-spaltig. Und die haben dann gemeint, so geht das nicht. Und dann haben wir mit dem Grundstoffhersteller einen Weg gefunden, eine einzige Zutat zu tauschen, nämlich Apfelsäure gegen Phosphorsäure. Dadurch ist es formal ein anderes Rezept und wir sind aus der Schusslinie. Und dadurch geht's. Wir haben das natürlich auch kommuniziert. Es gab, im Wiki-Artikel stand sogar drin, also das war offen und transparent. Generell, also wie wehrt man sich, wenn jetzt, wenn man so angefeindet wird oder so? Weil ich denke, so ein System, wenn das dann funktioniert und wenn das auch wirtschaftlich erfolgreich ist, dann gibt es eben auch Neider und Begehrlichkeiten und so. Also man lebt ja nicht in der idealen Welt, selbst wenn ihr euch so euer Biotop geschaffen habt. Aber man muss ja dann auch mit den Bösewichten, die einem da auflauern, umgehen können. Also von außen, von extern, gibt es schon so andere kommerzielle Marken, die so Sachen machen wie Gastronomen von uns 3 volle Kisten von denen gegen eine leere von uns im Tausch anbieten, damit der Gastronom wechselt und das Leergut nicht zurückkommt, sodass wir das gar nicht merken. Oder 500 Euro an den Händler bieten, damit der uns rausschmeißt. So, solche Nummern laufen halt. Da habe ich den Weg eben gefunden, dass ich gesagt habe, wenn das nochmal vorkommt und so oft, wie es auch vorkommt, ich höre das übers Netzwerk höchstwahrscheinlich irgendwann, ich werde das publizieren und damit an eurer Marke sägen sozusagen. Das ist eine mögliche Verteidigungsstrategie, um sich sowas vom Leib zu halten. Die viel größeren Probleme sind von intern in Anführungsstrichen, denke ich zumindest so. Wir haben so 1-2 Leutchen im Netzwerk, die das so ein bisschen als Selbstbedienungsladen missverstehen und teilweise horrende Forderungen erheben, für meiner Meinung nach also völlig überzogen, die völlig überzogen sind und das aber als faire Löhne zum Beispiel beschreiben. Und schon haben sie 2-3 Leute, die sagen, ja klar, faire Löhne bin ich auch dafür. Und aktuell haben wir da auch einen größeren Streit, über wo ich die Details jetzt nicht erzählen darf. Aber das ist aus meiner Sicht die viel größere Gefahr, dass von innen heraus sozusagen Leute dann doch mit einer persönlichen Gewinnfixierung an dem ganzen System saugen. Und wie man das A erkennt und B so abmoderiert, dass das nicht wie ein böser Diktator nachher wirkt, sodass es der Rest der Bande irgendwie nicht an Krumm nimmt, das ist momentan meine größte Herausforderung. Und ich versuche das mir so zu erklären, wenn ich an meine Barkeeper-Zeit zurückdenke. Ich habe 8,5 Jahre als Barkeeper gearbeitet.
da hast du halt schon auch die Funktion, wenn einer irgendwie sich nicht benimmt und rumbrüllt und so, dass man den irgendwie beruhigt. Also der darf bis zu einem gewissen Grad da bleiben, aber ab einem gewissen Punkt muss er dann gehen, sonst gehen die anderen Gäste, weil sie genervt sind. Und wo ist da der richtige Punkt? Den zu finden, ist für mich persönlich sehr schwierig. Aber da ist, denke ich zumindest, die viel größere Gefahr. Ja, das ist ein Thema Kritik. Was denn, was das Bier betrifft. In der Friedensbewegung gibt es im Prinzip das Means in Equals Ends. Das heißt, was wir machen, ist immer konkurrent mit dem, was wir erreichen wollen. Das heißt, wir tun nicht A, um B zu erreichen. Mhm. Ich sehe ein, dass man das System nur von innen hacken kann. Das heißt, aber trotzdem ist es ein gewisser Widerspruch, Bier zu produzieren, um Alkoholismus vorzubeugen. Wie siehst du den Widerspruch? Ich sehe den Widerspruch bei 95% der Kunden nicht, weil da das Problem nicht besteht. Bei 5% der Kunden sehe ich ihn. Ich habe damit auch immer noch, das hört man gerade an der Erklärung, also das hat bei mir sehr lange gedauert sozusagen, bis ich das durch hatte. Mittlerweile bin ich persönlich auf dem Standpunkt, dass das ein guter Weg sein kann. Man kann das auch anders sehen, also da bin ich völlig entspannt damit. Also das ist auch eine Lehre aus über 10 Jahren. Es gibt bei vielen Fragen kein Schwarz oder Weiß oder es gibt bei vielen Fragen keine allgemeingültige Grundregel, sondern es ist häufig eine Auslegungssache. Ist das jetzt gut mit 10% der Umsätze, müssen es 20 sein, reichen vielleicht 5 bei den Hartalkoholikern? Ist es beim Bier sowieso vielleicht gar kein Thema, weil Bier, also wer der richtige Alki ist, der trinkt halt hochprozentiges so. Also man kann das auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Es gibt bei uns auch regelmäßig Diskussionen, die eben solche verschiedenen Sichtweisen beinhalten. Und ja, also ich kann das nur so beantworten. Für uns und für mich persönlich ist das ein machbarer Weg. Man kann es auch völlig anders sehen. Also ist klar, ist möglich. Ja. Man kann auch sagen, ey, mit dem Promille-Marktanteil änderst du gar nichts in unserem System. Ja. Kann man auch sagen, ne? Gut, deswegen will ich ja, dass es sich entwickelt. Die reale Verbreitung muss mit der virtuellen Verbreitung Schritt halten, damit es glaubwürdig bleibt, sozusagen. Das sind halt zwei sich widersprechende Ziele im Prinzip, die er verfolgt. Wenn er sagt, wir verkaufen Bier, um Alkoholprobleme vorzubeugen. Ja, das war nicht das Primärziel. Ne? Also es gab insgesamt sechs Ziele, die das mit dem Bier hatte. Und das war eins davon, dass wir eben, wenn wir ein Bier machen, vormachen wollen, wie man damit anders umgehen kann. Okay. Ein Ziel war zum Beispiel, das System auf ein weiteres Produkt zu portieren, damit es unabhängiger wird von dem Verkauf von Cola. Der Marktanteil von Cola wächst immer noch, ganz minimal, was ich total irre finde eigentlich. Aber ich wollte eben, dass es stabiler wird, auf mehreren Standbeinen wieder steht. Dann war ein Grund, wir wollten dem Brauer, der bisher nur um seinen Kirchturmbrunnen verkauft hat, ein überregionales Netzwerk erschließen. Dritter Punkt war, ich wollte vormachen, dass man bei Bio-Bieren so kalkulieren kann und sollte, dass man nicht andere Bio-Biere damit attackiert. Weil wenn ich andere Bio-Biere ersetze, habe ich ja gar nichts verändert zum Positiven. Sondern ich will die konventionellen erwischen sozusagen, dass da gewechselt wird. Und das ist auch wiederum eine Abwägungsfrage, wie hoch muss denn dann der Preis eigentlich sein, in welcher Region. Da geht nämlich kein Einheitspreis mehr, mit Rostock und München zum Beispiel. Wie kann man das denn so steuern, dass es doch irgendwie so einheitlich ist, dass der Rostocker nicht aus München holt, was ein Umweg wäre, aber dass trotzdem irgendwie das Ziel gewahrt bleibt. Also ich sehe das ein, ich sehe auch nach wie vor den Widerspruch, deswegen habe ich es angesprochen. Für mich ist der nicht gelöst, aber der ist so erstmal beantwortet. Also er steht im Raum, aber er lebt jetzt quasi erstmal damit. Und, wir haben viele Widersprüche. Also ich habe zum Beispiel mir letztes Jahr, das ist vielleicht die schlechte Nachricht, ungefähr 1.000 Euro im Monat auszahlen können, weil einfach die Liquiditätslücke dauernd da war und es keine andere Finanzierungsmöglichkeit bisher gibt. Wir machen gerade so einen Crowdlending-Ansatz innerhalb des Kollektivs, das könnte ein bisschen was ergeben. Aber für so einen Job, den ich da mache, ist das irgendwie lächerlich. So kann man so beantworten. Für mich reicht's, aber es ist definitiv nicht ein fairer Lohn. So, und das ist auch ein Kritikpunkt. Ein Kritikpunkt zusätzlich könnte sein, dass wir bisher keine Festangestellten haben. Warum? Ich will nicht die Verantwortung auch noch auf meinen Schultern haben. Und ich will nicht mit Leuten umgehen, die ruckzuck eine Angestelltenmentalität entwickeln, wo es nur darum geht, zu ziehen. Ist leider häufig so, sehen wir jetzt schon. Und ein Angestellter ist auch weisungsgebunden. Ich will gar nicht Weisungen geben zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist aber die gesellschaftliche Aufgabe von Unternehmen ganz klar, Arbeitsplätze anbieten. In dem Fall sind wir bisher schlecht, muss man einfach sagen. Also bei uns ist nicht alles perfekt, ne? Das würde ich nie unterschreiben. Das System hat Lücken und Schwächen und es gehen Sachen unter und es werden Sachen nicht fertig und so.
sind Städte und Läden unbetreut, weil sich kein Schwein einfach kümmert. Also es ist einfach so. Das hat Schwächen. Arbeiten wir dran. Es wird auch nie aufhören, dass wir dran arbeiten, aber es hat eine Reihe Schwächen. Hast du schon mal daran gedacht, was so auf lange Sicht passieren wird? Weil wenn ich so Unternehmen anschaue, dann stelle ich immer wieder fest, dass oft die Gründer eines Unternehmens eben auch eine starke Ideale haben, die sie mit dem Unternehmen verwirklichen wollen. Und irgendwann verabschieden sie sich aus dem Unternehmen, das ist es zeitlich gesegnet oder sonst. Und dann kommt so ein, zwei Generationen später, ist das Unternehmen dann, wenn es überlebt und wächst, von Managern geführt. Und dann sind die Ideale eigentlich nur noch so, irgendwie bestehen dann als Messingtafel an der Wand. Und keiner kümmert sich mehr drum. Mhm. Diese Idee baut jetzt ja womit auch noch oder stark fokussiert auf eine Person eigentlich. Weil mehr als du das sehr gut transportierst und eben auch das lebst. Das ist aber mehr als mir lieb ist. Also einerseits freue ich mich darüber, dass ich so eine zentrale Rolle nach wie vor habe, weil das ja auch was aussagt. Aber ich wäre schon wohler damit, wenn es irgendwie Leute gäbe, die das wirklich auch übernehmen könnten. Und du findest immer jemanden, der sagt, ich kann das alles viel besser als der Chef. So, obwohl ich selber nicht Chef heißen will. Und manche davon sind dann sofort dabei, dass sie sagen, ja, dann machen wir erstmal eine Preiserhöhung um 2,50 Euro pro Kasten und so, ohne zu sehen, was das im System dann nachher anrichtet und dass das gewaltig nach hinten losgehen kann. Es gibt Vorsorgen für verschiedene Fälle, die eintreten können. Also es gibt ein Testament, es gibt einen zweiten Banklogin, lauter solche Sachen. Für den laut Kollektiv oder laut Kaffeeröster wahrscheinlichsten Fall, dass ich in der Klapse lande, gibt es noch keine Vorsorge. Da muss ich noch irgendwas machen. Ich muss zugeben, dass ich nicht über meinen eigenen Tod im Moment zumindest hinaus plane, aber dass ich schon versuche, durch dieses Ganze sozusagen transparent machen, Stimmungen aufnehmen, auch vormachen, wie ich versuche, die Dinge zu lösen, dass ich hoffe, dass sich da nach und nach jemand aufbaut, der das weiterführen könnte. Es gibt auch eine Person, die vor ein paar Jahren auf dem Stand war, auf die läuft das Testament. Mittlerweile muss es aktualisiert werden, das ist nicht mehr ganz so. Die Person ist cool damit, aber die ist einfach schon ein paar Jahre jetzt raus und verfolgt das nicht so sehr. Es gibt eine Person, die ich mir da vorstellen könnte, aber das ist auch erst seit zwei Wochen der Fall, dass ich denke, ja, die wird das hinkriegen. Aber dann ist eben die Frage, darf ich das überhaupt alleine aussuchen? Oder muss das nicht auch eine kollektive Entscheidung sein? Und wie soll das laufen mit irgendwie Leuten, die das Gesamtbild gar nicht überblicken, aber ganz fest glauben, dass sie das tun? Also das ist extrem kompliziert, so eine Frage zu beantworten. Und ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort drauf gefunden. Ich hoffe aber, dass eine zu krasse Änderung des Ladens, also heftige Preiserhöhungen, irgendwie Dienstwagen für alle, bedingungsloses Grundeinkommen wurde schon gefordert, ohne dass Arbeitsergebnisse vorgezeigt werden müssen, bitteschön, dass das in kürzester Zeit den Laden an den Boden bringen würde. Also ich glaube, es muss irgendwie auf dieser Schiene bleiben, damit es glaubwürdig und weiter irgendwie entwickelt werden kann. So krass kann man das nicht ändern. Wer das trotzdem tut, wird es dann kaputt machen. Was wegen der Skalierbarkeit, das Mützi ja schon gefragt hat. Also das sind jetzt 670 Leute. Also 670 Moment, ja. Stakeholder sozusagen. Das sind die direkt verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen. Also, und es gibt aber noch die einigen 10.000 Endkunden, die sind ja auch Stakeholder. Von denen könnte jeder in den Mail-Verteiler. Das bedingt ja, dass du, um irgendwie eine große Änderung zu machen, unheimlich lange brauchst. Also zum Beispiel, wie lange habt ihr ungefähr so gebraucht, um das Bier zu starten? Also von Idee bis irgendwie, ja, es werden Flaschen verkauft. Das war schon ein Jahr, also das ist recht lang von dem Beschluss, wir machen jetzt ein Bier, obwohl wir wussten ja schon ein bisschen was, wie sowas funktioniert. Das kann man, hätte man auch schneller machen können. Schneller als ich dachte jetzt. Ja, also ich das war auch vor allem ziemlich günstig, also 1510 Euro hat die Gründung gekostet. Wenn man halt schon weiß, wie es geht, ist es dann relativ einfach. Ich baue, für mich ist ein gutes Ergebnis oder für mich ist eine gute Information, dass eben im Moment nur 72 von den 670, die direkt verbunden sind, plus einigen 10.000 Endkunden, die auch rein könnten, dass es nur 72 sind, die da mitreden. Es waren auch schon mal mehr. 164 war der Höchststand. Ich deute das als Bestätigung dafür, dass das, was wir tun, irgendwie von den meisten für okay befunden wird, sonst würden sie ja reingehen können und das ändern können. Gut, nicht jeder, der was nicht mag, geht gleich hin und will es ändern, aber
irgendwie, wenn das so, wenn wir nur böse machen würden, dann wären das mehr. Und es gibt so ein, zwei Leute, die an allem was zu meckern haben. Hat man leider auch immer so. Ist natürlich ein schöner oder ein menschlicher Impuls, ey, der Typ nervt so, den will ich raushaben. Aber das wäre eben um den Preis, dass ich als böser Diktator dann da wäre. Das heißt, man muss es dann irgendwie in gewisser Weise auch aushalten. Ich glaube, die Skalierbarkeit ist weniger eine Frage der Zahl der Beteiligten, sondern der Qualität der Beteiligten. Würde ich jetzt so beantworten. Also es gibt Leute, mit denen wir seit Jahren arbeiten und wo es einfach nie irgendeine Art von Abstimmungsbedarf gibt. Und wenn, ist es ein kurzes Telefonat. Ey, schönes Beispiel, Bio verlangt von uns, dass wir das Logo und so eine Herkunftsbezeichnung aufs Produkt machen. Vorher war das freiwillig, das Logo raufzumachen, jetzt wird es Pflicht. Was machen wir jetzt? Mit dem Brauer geredet, ey, wie sieht's aus, können wir das nicht auch im Deckel machen? Ja, Kosten, größere Menge müssen wir uns hinlegen. Teilen wir uns mit dem und dem, ja, ich frage mal an, passt. So. Und mit solchen Partnern ist es auch völlig stressfrei. Und mit anderen Leuten, die halt an jedem Ding was auszusetzen haben, ist es halt anstrengender. Ja, aber wenn du so ein Konstrukt hast, dann ist wahrscheinlich auch Leute, die, sagen wir mal, nicht ausreichend Elan mitbringen, auch dann für sowas, für eine Idee bis zur Durchsetzung vorne zu stehen, die gehen dann wahrscheinlich auch schnell wieder raus. Also früher war unser Hauptproblem, das habe ich immer das WG-Problem genannt, dass wir ganz viele Leute haben, die total dafür waren, dass irgendwas gemacht wird. Ja. Du findest dich in deinem Hackerspace. Das ist zum Glück nicht mehr ganz so. Also das hat sich wirklich, wirklich gebessert, muss man sagen. Aber also da sehe ich nicht mehr das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem in meiner Wahrnehmung, das mag man anders sehen, in dem System ist nach wie vor der Mensch. Also Einzelne, die vielleicht aus privaten Gründen ganz andere gewinnorientierte Ziele verfolgen, denen es nur noch um das Geld geht und die trotzdem drinbleiben und dafür Alarm sorgen. Und die will ich aber nicht ausloggen, weil das eben undemokratisch wäre. Dann kann ich mir ja eine Ja-Sager-Runde selber zusammenstellen. So, wäre irgendwie falsch, aber es muss halt die Grenze dann geben, wenn der eine Gast alle anderen nervt, sodass dann der Rest der Bar irgendwie geht. Also das ist für mich das Hauptproblem gerade. Neben sachlich, ne? Genug Leergut besorgen und Fusion Festival will plötzlich doch mehr Paletten haben als vorher. Wie kriegen wir das jetzt so schnell geregelt und so? Welcher Spediteur fährt das, wo es auch wirklich funktioniert? Solche Sachen, also das sind operative Geschichten, aber die lassen sich alle irgendwie lösen. Oder eine Veranstalterin vorhin am Telefon, die will die Kommissionsgebühren nicht bezahlen, weil sie das irgendwie schon einsieht, aber trotzdem nicht bezahlen will. Und sie will auch meinen Lohn gerne kürzen, am besten beides. Ich habe dann erklärt, dass beides nicht geht. Wenn ich ihr die Kommissionsgebühr garantieren soll, dann tue ich das aus meinem Lohn. Also geht beides nicht. Also das sind solche Feinheiten, aber das sind wirklich Feinheiten. Also im Prinzip kann man sagen, ist es ein, also in meiner Wahrnehmung, funktionierendes System mit einigen Schwächen. Du hast diesen Anti-Mengen-Rabatt und trotzdem diese Durchkalkulation pro Flasche, wo nimmst du den dann her? 1 Cent pro Flasche geht in die Kostenstelle Anti-Mengen-Rabatt und damit fördern wir 4 Cent pro Flasche für maximal ein Viertel der Menge. Aber eine Umlage, wenn man so will. Ich hoffe, ihr habt die Mailadresse, weil ich antworte auch auf Fragen. Ich gehe auch ans Telefon manchmal, wenn man mich anruft. Ich telefoniere nicht so gern, aber muss man halt dann mal. Wenn irgendwie zusätzliche Fragen sind oder wenn ihr selber ein Getränk gründen wollt zum Beispiel, ist es nicht so schwer, ich helfe ja gern dabei. Dann würde ich mich irgendwann in ein paar Minuten auf den Weg zum Zug machen. Ich habe zwar ein nettes Katzensofa angeboten bekommen, aber ich kann nach Köln fahren und da in einem großen Bett in einer leeren Wohnung übernachten. Dann mache ich lieber das. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass es hier irgendwie in der Stadt auch regelmäßig Gremien gibt. Das wäre ein schönes Ergebnis, wenn sich jemand finden würde, vielleicht auch der das irgendwie sieht, den Vortrag, und sagt, okay, hier könnte ich mich mal kümmern. Danke fürs Zuhören.